Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Warum spielt niemand? Diesmal dreht sich alles rum um AP Kog'ma. Ich hätte auch Midlane Kog'ma sagen können, aber tatsächlich gibt es eine Variante, wie wir Midlane Kog'ma eine Zeit lang gesehen haben, als Counterpick zu Corki. Relativ oft, ihr erinnert euch vielleicht an das Wits and Rush-Bild mit Lethal Tempo. Das spielen wir nicht, sondern wir spielen richtig klassisch AP Komet, Mana Flow Band, dann hier extra Cooldown Reduction, Scorch hinten raus. Hier kann man natürlich auch Gathering Storm gehen. Ich persönlich spiele diesen Champion Minion Dematerialisierer. Ich werde über das Game hinweg auch erklären, warum. Und Magical Foodware, hier kann man natürlich auch Kekse nehmen, wenn man eher so der Kekstyp ist, ne? Bin ich jetzt eher nicht. Das Thema wurde sich einerseits von euch in den Kommentaren gewünscht. Schreibt auch gerne diesmal wieder in die Kommentare, was für ein Champion ihr hier sehen wollt, weil Leute es scheinbar vermissen. Ich weiß, wie man AP Kog'ma vermissen kann. Dagegen zu spielen war die absolut größte Plage des 21. Jahrhunderts. Aber gleichzeitig wurde Kog'ma auch gebufft. Der Q und der E-Spell haben tatsächlich beide ein bisschen mehr Damage bekommen. Und dementsprechend bist du ein bisschen besser dran, also da kleinere Vorteile. Wir werden in dieser Folge einerseits darüber sprechen, warum man Kog'ma sieht oder halt eben nicht sieht und was so die Bedingungen dafür wären, damit man einen Kog'ma tatsächlich sehen würde, weil das ist ja auch immer so ein bisschen das Ziel dieses ganzen Prozederes hier, während wir sehen, dass wir scheinbar gegen den aggressivsten Twisted Fate in der Geschichte der Menschheit spielen. Was wir dafür machen werden, ist auch sehr viel wieder darüber reden, was ein Champion überhaupt in die Meta bringt. Also was muss ein Champion aktuell oder auch generell können, damit er Meta wird. Grundvoraussetzung hierfür ist erstmal, sich die Meta an sich anzugucken. Also was sehen wir aktuell? Und da meine ich jetzt nicht tatsächlich ausschließlich Competitive, sondern was seht ihr zu Hause in der Solo-Queue? Übrigens pocken wir den Gegner selbstverständlich die ganze Zeit mit unserem E-Spell, pocken dadurch Komet, der dann auch kaum dodgebar ist. Und ich muss persönlich sagen, ich sehe immer noch relativ viele Assassins. Wie ihr sehen könnt, ist mein Damage durchaus hinnehmbar am Anfang. Wenngleich er natürlich zumindest der Q-Spell sehr schwer zu hitten ist, der eh hat eine akzeptable Range. Ich sehe immer noch unglaublich viele Assassins. Zed, Talon, LeBlanc. Als ich eben überlegt habe, dass ich Kog'ma spielen will, habe ich überlegt, was ich bannen soll. No. Okay. Da können wir auf jeden Fall nochmal drauf donnern. Ja, wie ihr sehen könnt, kann ich den jetzt hier relativ gut rauspoken. Ich muss jetzt gleich einmal rausgehen und die ganzen Kommunikationsprogramme hier schließen. Wird jetzt gegankt. Oh, no, there we go, boys. Die Lümmel hier. Dachten, da können sie mich einfach so wegholen, ne? Aber nicht mehr beim Kog'ma. Ich habe bei AP Kog'ma tatsächlich einige Games spielen müssen. Dementsprechend habe ich den Champion jetzt sogar ein bisschen drauf. Hehe. Konnte jetzt das unter ihm wegmachen. Also, da wunderschön den Gank entkommen. Ich muss jetzt einmal überlegen, wie ich das hier am sinnvollsten mache. So, da sind wir wieder, sorry. Da musste ich leider ein bisschen was rauscutten, weil ich nebenbei über Chatprogramme hier Informationen bekommen habe, die ich tatsächlich so gar nicht teilen kann, darf, soll. Wie ihr sehen könnt, kann ich tatsächlich ein bisschen was machen. Aber kommen wir wieder zurück, ne? Ich muss sagen, gerade wenn das Early Game ein bisschen actiongeladener ist, dann ist es natürlich immer ein bisschen schwerer, die Punkte so durchzukriegen, aber genau dafür schreibe ich sie mir auf, damit wir da immer wieder drauf zurückkommen. Also, aktuell haben wir eine Assassin-Meter. Wogegen sind Assassins gut? Na, gegen Poke-Champions, ne? Also, Poke-Champions haben einfach prinzipiell relativ... Ist das jetzt euer Ernst hier? Werde ich gecampt? Haben relativ wenig Optionen gegen Assassins, weil die in denen einfach ins Gesicht springen. Wichtig dabei ist auch zu verstehen, was für Assassins gespielt werden und was denen wiederum ihre Möglichkeiten sind. Beispielsweise gibt es Assassins mit ein oder zwei Gap-Closern und je nachdem wie die Meta ist, sind dann halt entweder die Assassins in der Meta, die halt ein oder zwei haben. Die einen haben, haben normalerweise ein bisschen mehr Damage. Und das ist so ein bisschen das Grundprozedere. Kog'ma hat über den E Soft-CC, das heißt, ihr habt Slow, das heißt, ihr habt ein bisschen Möglichkeit, euch zu peelen. Aber stellt euch mal vor, ihr spielt gegen den Yasuo, das ist auch der Champion, den ich jetzt tatsächlich jedes Mal gebannt habe, weil einmal habe ich gegen gespielt und Gott in Namen, das möchte ich nie wieder erleben. Gegen den Yasuo, der tatsächlich mit dem E quasi mehrfach die Minion Wave auch überbrücken kann, wird es unglaublich schwer für euch werden, euch zu verteidigen. Das bedeutet, genau gegen sowas seid ihr schlecht. Dadurch, dass wir keine Poke-Meter haben, sehen wir auch generell übrigens auch keinen Xerath oder Ziggs zum Beispiel. Das wären ja Alternativen. Die sehen wir auch nicht. Ah, der wird nicht sterben, leider.
Aber ich habe ihn zumindest auf jeden Fall aus der Wave geforst. Was wir hier sehen ist, dass ich versucht habe, möglichst viele von den Caster-Minions mit dem Minion-Dematerialisierer zu treffen. Das liegt daran, dass der Champion nicht so viel Prio hat. Was wir jetzt machen werden, ist also, nachdem wir festgestellt haben, okay, die Meta ist nicht optimal für Poke-Champions, überlegen wir uns, okay, stellen wir uns allerdings vor, jetzt wäre eine Poke-Meta. Einfach nur, damit wir überhaupt ein Szenario schaffen, wo man diesen Champion überhaupt sehen könnte, um ihn mit anderen Poke-Champions zu vergleichen. Wenn eine solche Meta existieren würde, müssten wir also sagen, okay, was hat Kog'Maw, was hat Xerath, was hat Ziggs? Das sind so die drei Poke-Champions, die ich hier einfach klassischerweise mal auseinander dividieren will. Du hast mit Ziggs sehr, sehr gute Kontrolle rund um Objectives, aber vor allem auch rund um Turrets. Das heißt, Ziggs ist extrem gut darin, mit dem W-Spell einfach mal einen Turm rauszunehmen. Klasse, haben wir schon mal notiert. Xerath wiederum hat einen relativ mächtigen Poke mit dem Q-Spell. Der Base-Damage von dem Spell ist tatsächlich sehr hoch und gleichzeitig hast du natürlich die Ultimate als Finish-Tool hinten raus. Das sind die Optionen, wo man es sagen könnte. Wo reiht sich da Kog'Maw ein? Kog'Maw ist aus meiner Sicht ein bisschen anders. Kog'Maw ist ein Champion, der ein bisschen gefühlt aus der Zeit gefallen ist, wenn man ihn auf AP spielt, weil er über die Ultimate kommt. Die Ultimate von Kog'Maw hat quasi keinen Cooldown, sondern ist Mana-Capped. Das ist quasi ähnlich, wie ihr es bei Kasarin kennt. Die Ultimate, so öfter sie einsetzt, desto mehr Mana kostet sie. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne den nicht einfach mein Zeug klären lassen. Ich kann ihn hier natürlich fighten. Okay, das spielt man nicht so, Twisted Fate. Aber okay. Er spielt das scheinbar so. Die Leute dodgen übrigens immer besser, wenn sie lower sind, ne? Das ist eine goldene Regel. Das heißt, sobald du die Gegner quasi in Execute-Range mehr oder weniger hast, fangen die an zu sidesteppen, ne? Das ist, da werden die auf einmal zum Stepptänzer. Ja, die Ultimate hat einen 8-Sekunden-Zyklus, in dem ihr, wenn ihr sie macht, quasi mehr Mana kostet. Das heißt, ihr müsst 8 Sekunden chillen und dann ist wieder alles gut. Generell wollt ihr die Ultimate natürlich hauptsächlich so nutzen. Ach, come on, ey. Wie oft denn noch? Also ist ja wirklich die Menge der Ganks. Ich meine, die haben auch ein gutes Gang-Setup. Twisted Fate, Jarvan, das ist schon durchaus annehmbar. Ich glaube, ich kotze den hier jetzt einfach mal rüber. Na, da ist er scheinbar nicht. Generell wollt ihr den Gegner natürlich mit dem E-Spell treffen und damit der Ult. Weil ihr dann eben den Slow habt. Aber ich glaube, ich muss ja wirklich aufpassen, wenn er jetzt nochmal kommt. I may be dead, but I'm not. Boah, ist das... Puh. Ganz schön tricky, das Ganze. Eieiei! Eieiei! Fucking hell. Ah, scheiße. Es war einfach greedy. Ich muss einfach recon und dann ist alles fein. Also im Vergleich zu den anderen Poke-Champions ist es so, dass Kog'Maw einfach über einen kurzen Cooldown kommt. Das heißt, du hast nicht ein Spell, der unfassbar viel Damage macht, sondern du hast tatsächlich einfach extremst viele Ultimates, die du hinterher wirfst. Und die Problematik daran ist, dass Leute mittlerweile durchaus in der Lage sind zu dodgen. Ach komm, wo? Ach komm, Woli, du geile Sau. Das ist doch jetzt so ein bisschen doof. Das heißt, du musst quasi ganz auf deine Ultimate schmeißen, ganz oft treffen. Du hast einen Executor auf der Ult, der ist ganz cool. So viel kann ich euch versprechen. Also, wenn Leute low sind, dann macht die Ultimate einfach Damage. Und low bedeutet hier 40%. Das heißt, es ist auch tatsächlich ein Wert, der in vielen Fällen erreichbar ist. Ich würde gerne übrigens nicht mehr gecampt werden, aber das lässt sich hier schwer einrichten. Help me out, please, buddy. Ich frage jetzt mal um Hilfe, weil ich hier doch relativ hart angegangen werde. Techno Flash and Double Buff. Sollen den auf jeden Fall kriegen. Ich hätte da natürlich eben trotzdem backen sollen. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich gebe ihm einen klaren Gankweg. Okay. Dreimal Top Lane. Sind die pre-made? Nee, sind sie nicht. Bisschen überraschend, aber tatsächlich einfach eine gute Synergy. Ich meine, das macht doch durchaus Sinn, was der Jarvan hier tut. Ne? Er gankt quasi die Lane, mit deren Hilfe er dann gleich noch mehr roamen kann. Also das ist schon alles sehr gut. Also, Kog'Maw kommt eher über diese kurzen Cooldowns, muss also extrem viel spammen. Das heißt aber auch, dass du quasi mehrere Skillshots selbstverständlich hitten musst. Und übrigens habe ich, wie angesprochen, Execute.
Ich habe meine Ult nicht durchbekommen, weil ich nicht in der Range war. Oh mein Gott. Das ist eigentlich ein Safe-Kill. Also genau in solchen Situationen ist natürlich der Executor mega worth. Also ein bisschen tricky, ne? Also ich spiele das hier natürlich auf Smartcast. Aber wenn man da nicht in Range ist, ist man nicht in Range. Kannst hier in dem Moment nichts von kaufen. Twisted Fate pusht das da oben scheinbar runter, das ist okay. Ich krieg Midlane wiederum die Turret-Playthings. Ja, deswegen würde ich sagen, von den Poke-Champions hat Kog'Maw das Kit, was wahrscheinlich am schwächsten ist, wenn die Gegner gut sind. Weil wenn die Gegner einfach dodgen, dann ist es unglaublich schwer, da irgendwas großartig zu machen. Weil du musst halt wirklich 4-5 von diesen Ult-Kombos treffen. Das geht dann doch ein bisschen zu weit. Geht jetzt hier scheinbar Top-Lane. Der Shen. Die haben Double Global, die Gegner, das heißt, die werden irgendwann am Start sein. Ansonsten muss ich sagen, Kog'Maw kommt über relativ gute Prio in der Lane. Zumindest wenn man mit Minion Dematerialisierer spielt, habe ich das Gefühl, ich kann die meisten Leute reinpushen. Was super wichtig ist, weil das war zum Beispiel auch etwas, was Xerath immer konnte. Oder auch ein Azir, wenn man ihn als Puck-Champion dazuzählen wollte mit dem Komet-Bild. Ich habe das Gefühl, der Twisted Fate will nicht gegen mich lane. Trotzdem muss man natürlich auch die Meta beachten, in der quasi Kog'Maw ist jetzt mal gespielt wurde. Kog'Maw ist ein AP. Kog'Maw wurde sehr, 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 sehr früh gespielt, also quasi vor 8 Jahren gefühlt. Hat Frong den Champion absolut bekannt gemacht, weil er damals einer der ganz wenigen war, die perfekt farmen konnten. Ich pushe das hier übrigens einfach. Ich weiß nicht, was die Gegner hier machen. Aber es macht in keiner Weise Sinn, mit dem TF die ganze Zeit nach oben zu roamen. Also wenn ich den hinterherlaufe, aber der eine Global hat, dann hat mein Team davon einfach absolut überhaupt nichts. Aber wenn ich hier Trade First Blood auf der Midlane ziehe, dann ist das ja fantastisch. Vor allem, weil ich dadurch über die Goldkurve komme. Das ist generell etwas, über der Goldkurve sein, ist immer super wichtig. Ist allerdings etwas, was in ganz vielen Fällen schlichtweg nicht möglich ist mit diesen passiven Farmern. Also diese Control-Poke-Champions haben normalerweise nicht den Luxus, über die Goldkurve zu kommen, weil du dafür Gegner killen musst und das nun mal nahezu unmöglich ist. Ich kann jetzt hier nur ein bisschen so tun, als würde ich die pressuren. Aber aktiv was machen kann ich da nicht. Ich kann jetzt allerdings zumindest gucken, ob ich hier vielleicht die Krabbe für mein Team sichern kann. Und für mich selbstverständlich. WDR nach unten kiten. Ich glaube, von oben könnte der Jarvan gleich kommen. Wunderbar. Da müssen jetzt der Jhin Mitte. Wird scheinbar die Wave halten. Raffiniert. Aber er hat zumindest die Wave angenommen. Das decke ich fein. Ich hätte da nicht wirklich viel verpasst. Wenn der Malphite aber unten ist, dann sollte ich normal weiterspielen. Das ist die Standard-Kombo. Natürlich mit den getroffenen Q. Habe ihn Gott sei Dank sehr gut geslowt, den TF. Und um diesen Store herum spielen wir halt quasi die ganze Zeit. Ne? Das ist halt der CC, den wir zur Verfügung haben. Der ist nicht cool, aber der ist wenigstens ein bisschen was. Diese Träne früh ausbauen zu müssen, ist ein bisschen die Verpflichtung, Herr Kog'Maw. Man würde natürlich eigentlich ganz gerne für den Loons gehen, um diesen Poke-Damage quasi zu erhöhen. Gerade hinten raus im Late-Game bist du allerdings manamäßig so hungrig, dass du es eigentlich faktisch gar nicht spielen kannst. Also ohne die ausgebaute Tier auch, geht da super wenig. Man könnte natürlich jetzt nochmal einen Loons hinterher schieben, aber aus meiner Sicht gibt es hiernach nur 2 sinnvolle Item-Builds. Das eine ist Double Magic Pen, das ist das, was ich hier natürlich auch wieder präsentieren werde, weil ich einfach finde, dass Double Magic Pen ein Item-Build ist, was in der Solo-Queue fast immer funktioniert, weil niemand bereit ist, die MR-Steuer zu bezahlen. Das heißt, dieses Item-Build kaustest du mit 450 Gold into MR. Da wird jetzt ein Twisted Fate kommen und alles. Na gut, ich spiele einfach mal rein. Scheinbar kommt der ja gar kein Twisted Fate. Ich kann ja auf jeden Fall noch rausflashen, aber ich sollte zu meinem Team flashen. Oh mein Gott, ich hab den TF geflasht. Ja, in solchen Fights bin ich natürlich absolut sick. Gerade weil ich jetzt meine Ult nochmal auf ein höheres Level hab. Das heißt extra Range. Oh, kein Assist bekommen. Nichts getroffen scheinbar. Ist ein bisschen ärgerlich. Ja, mein Flash war gut. Oh Gott, Gott, Gott. Ich weiß nicht, warum ich in letzter Zeit so schreiwütig bin, ne? Es tut mir leid. Ja, mein Flash war gut. Mein TP war okayisch. Ich habe meine Ults zu selten gemacht. Es ist wirklich ein 1,05 Sekunden Cooldown. Das heißt,
Es gibt keinen Cooldown. Ist eigentlich das Credo. Das heißt, du musst das viel mehr spammen, als ich es dir getan habe. Ne? Du musst da wirklich einfach eiskalt durchregulieren. Weil dann, und nur dann, kannst du mit Cockback tatsächlich den kompletten Damage einfach nutzen, die dieser Champion zur Verfügung hat. Für mich super wichtig, hierfür das Verständnis, mit diesem Double Magic Pen Build spikest du früher. Can I please? Das wäre supi, wenn ich den kriegen würde. Mit dem Bild bist du tatsächlich in der Lage, relativ früh im Game aktiv guten Schaden an den Mann zu bringen. Und das ist etwas, was Kog'Maw normalerweise eher nicht hat. Kog'Maw ist ein extrem guter Late-Game-Champ. Das heißt, das, was du machen könntest, wäre, du gehst für Liantris into Rylai. Das finde ich auch ein sehr interessantes Bild. Das ist gerade besser gegen Tanky-Heavy-Lineups, weil du damit einfach deinen DPS gegen Tanks natürlich massiv erhöhst. Und das wäre eine Option, aber ich persönlich finde einfach, dass du in der Solo-Queue zu langsam bist damit. Selbst so ist Kog'Maw aus meiner Sicht ein bisschen zu langsam für die Solo-Queue. Weil dieses Prio-Contest funktioniert gegen sowas wie TF natürlich, aber das funktioniert, sag ich mal, gegen normale Chips nicht. Die Range wird übrigens lächerlich hoch und man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Meiner Erfahrung nach hat man die ganze Zeit die Range von der Level 6 Ult im Kopf und die kann man ganz gut einschätzen. Aber die Level 11 Range ist halt schon, die ist halt schon disgusting. Ich glaube, wir können ihn hier einfach mal half-liven. Ja, und das ist ja so ein bisschen das Grundprinzip, ne? Du rotzt einfach nur permanent rein. Oh, man. Gar kein Flash. Und hoffst halt damit, Leute zu treffen. Das heißt, es ist super spam-heavy, das Bild. Weiß nicht genau, warum hier Fully die Wave pusht. Ich hab doch einen Woli-Bär. Wo ist denn der? Weil wenn Woli hier mit mir ist, dann könnt ihr uns dann niemals rausnehmen. Das heißt auch, dass diese Spots hier für euch immer super delicious sind. Wir warten jetzt übrigens die 8 Sekunden, damit die Ult wieder komplett ready ist. Gegner wollen rein, ich werde sie auf dem Weg dahin schon runterpoken. Und dann pushst du halt einfach die Wave und pokst den Gegner down. Ich höre meistens so bei 5 oder 6 auf, also 5 oder 6 Ults, und warte dann wieder die 8 Sekunden. Und bin dann quasi wieder ready to go. Das heißt, hier kommt jetzt noch ein weiterer Ward rein und dann poken wir die Leute halt einfach nach Hause. Ich meine, der Spaß dagegen zu spielen ist sehr gering. Und das ist unglaublich oppressive. Das ist quasi das, was Kog'Maw gut macht. Das heißt aber auch, sobald die Gegner Engage haben, Ash, Malphite, irgendwie sowas, wird es unglaublich schwer, weil die natürlich einfach permanenten Fight forcen. Sie müssen dann allerdings auch permanenten Fight forcen. Und ich denke, Poke-Champions sind disgusting. Ich weiß nicht, warum ihr alle AP Kog'Maw vermisst. Ich bin sehr froh, dass der Trex-Champions nicht in der Meta ist. Oder der alte Poke-Varus. So. Das macht ja keinen Spaß. Das ist ja straight up disgusting, dagegen zu spielen. Und einige von euch scheinen wirklich die Meta zu vermissen. Ich meine, ich würde lieber wieder eine Ahn-Meta spielen als so ein Blödsinn. Übrigens resettet mein Team nicht. Obwohl wir resetten sollen. Das heißt, es kommt jetzt darauf an, ob die einfach stark genug sind, dass ohne mich zu fighten, was sie nicht sind. War natürlich jetzt nicht so sinnvoll. Ich kann die da in solchen Szenen auch einfach wegpingen, ne? Das wäre schon smart. Generell ist natürlich auch der Spitpush überhaupt nicht das, wo ich sein sollte. Gerade gegen so eine Heavy-Global-Kombo kann ich auch einfach mit dem Team, oder muss ich mit dem Team gehen. Ist klar, my fault. Let's group. Let's split like I did. Ja, ich sollte einfach tatsächlich mit dem Team gehen. Hier spielen wir gegen jemanden, der relativ früh ein bisschen für MR geht. Das heißt, ein Voidstaff ist tatsächlich nicht so schlecht. Aber es ist. Trotzdem bin ich hier für Rylai's. Ich habe lange Zeit Liantris zuerst gebaut. Liantris ist auch ein Item, was sehr gut funktioniert. Ich finde allerdings, dass Kog'Maw sehr viel über die Frustration des Gegners kommt. Kog'Maw ist ein Champion, der einfach die ganze Zeit runterkotzt, wie ihr es eben gesehen habt. Und wenn ihr das mit Rylai's verbindet, wird es noch schwerer zu dodgen. Und dann wird es extrem schwer für den Gegner da, die ganze Zeit alle Aktionen richtig zu machen. Also immer ready zu sein. All das zu sidesteppen. Und diese Frustration wollen wir auch ein Stück weit ausnutzen. Wir können einfach den Ocean nehmen, I guess.
Also Melfat hat jetzt noch nicht so viel Vision aufgebaut. Jetzt kommt es dazu scheinbar. Anscheinend ist übrigens in der deutschen Sprache richtig. Nicht scheinbar. Ich könnte jetzt auch mit nach oben gehen, aber ich secure lieber hier den Blubber für mich. Ich glaube, es ist wieder Zeit fürs Katzen. Ja, das ist natürlich jetzt rangemäßig selbst für mich schwer. Aber wie ihr sehen könnt, mit Rider es gibt da nochmal der extra Slow raus. Oh. Da wurde ich gut gesidestept. Jetzt bin ich auf 9 Ults, da wird es natürlich schon richtig teuer. Ich pinkwarte hier mal. Schöner Sidestep von der Vayne. Okay. Na gut, Jungs, wenn das der Plan ist, dann macht das mal. Ist ein Spaß für die ganze Familie, sowas, ne? Na gut, da wurde ich jetzt ein bisschen abgeholt. Die TF-Ultimate hätte ich hier natürlich einplanen sollen. Da war ich vielleicht auch ein bisschen... Also Leute vom Nash wegzusohnen bei den Enemy-Wölfen, das ist natürlich vielleicht ein bisschen viel des Guten. Ja, muss mich einfach zurückfallen lassen, dann ist alles gut. Baut übrigens Morellos nicht aus. Morellos ist the Trap, kostet einfach zu viel Gold. Der Magic-Pen-Anteil, den habt ihr schon hier drin, der ist meistens worth. Ja, und ab hier geht quasi jetzt für Cogba natürlich das Weiterrotzen, ne? Du bist ein bisschen abhängig vom Bluebuff, das heißt, im Best Case kannst du dir den halt relativ oft holen. Jungler gehen mittlerweile allerdings Bluebuffs auch relativ selten ab, das muss man dazu sagen. Also du musst schon relativ gut stehen oder zumindest ein Value fürs Team haben, damit die bereit sind, dir den zu geben, aber das ist auch in Ordnung. Und dann auf Level 16 ist Cogbas harter Power Spike. Cogba ist generell jetzt ein Champion, der halt quasi über die Ultimate skate. Das heißt, auf Level 11 bist du stark, auf Level 16 bist du stark. Ansonsten bist du auf Double Magic Pen stark und du bist auf Rylai's Leantris bist du nochmal stark, würde ich sagen. Das sind so die Power Spikes, um die ihr rumspielen solltet. Und Power Spikes zu kennen ist extremst wichtig, wenn ihr quasi einen Champion spielt, der, sage ich mal, nicht unbedingt oft gezockt wird. Eine Diskussion, die ich hier allerdings noch anbringen möchte, weil sie aus meiner Sicht eigentlich mit die wichtigste ist, ist die Diskussion, ist das denn jetzt besser als den Lethal Tempo Wits End Kog'ma? Weil den kannst du Midlane spielen. Und ich glaube, es gibt Games, wo es besser ist. Und genau für die ist es natürlich auch schön, das zu können. Warum hilft er mir denn nicht? Please. Ich meine, ich kann das da halt easy fighten. Ich dachte, er wartet quasi, bis der Shen durchkommt. Und wollte ihn gerade schon dafür loben. Ich glaube, das ist auch so ein Ding. Ich glaube, er hat einfach unterschätzt, wie viel Schaden ich habe. Also ich kann hier locker zwei Leute killen. Schwierig. Also ich meine, die Melfat Ult hier, die kann ich ja noch verzeihen. Die gerade, die ist schon ein bisschen schwieriger. Trotzdem gewinnen wir den Teamfight, also all good. Man muss sich da ja gar nicht drüber aufregen, ne? Das ist ja alles... Alles halb so wild. Teleport jetzt natürlich auf die Wave drauf. Trotzdem mein Positioning davor, trotzdem bad, ne? Ich muss ja nicht so weit vorne stehen. Ich kann einfach ein bisschen mehr chillen. Du bist mit Cogba einfach super anfällig für Engages. Aber es gibt Games, wo dieser AP pro Cogba tatsächlich besser ist. Für mich ist allerdings dann Cogba tatsächlich eine Option, wenn beide Builds strong sind. Also wie bei TF, wo quasi Faker den AP-TF bei den Worlds raushaut und in der Solo-Queue gerade jeder On-Hit-TF spielt. Wenn es solche Champions gibt, die im Item-Bit variieren, dann ist der Champion besonders effektiv. Ist er quasi auf derselben Position Item-Bit flexbar. Und davon gibt es in League of Legends tatsächlich nicht so viele, die das effektiv können, die das tatsächlich sind. Und die sind, sind auch ganz, ganz oft dann Meta. Ach Mann, ich muss jetzt hier als einziger laufen, weil ich keinen Nash-Buff habe. Und ich mir das hier halt auch nicht erlauben kann, nochmal gecatcht zu werden. Diese Champions gibt es halt nicht so oft. Ansonsten könnte man Cogma natürlich auch position-wise flexen. Das heißt, du könntest sagen, du spielst AD Cogma, der jetzt eh gebufft wurde. Gerade mit Cogma Lulu als Beispiel ist das auch gar nicht so bad. Allerdings ist das für mich,
für mich ist, glaube ich einfach, dass der AD Kog'Maw wiederkommen wird und dass der Midlane Kog'Maw, wenn er kommt, halt auch eher on-hit sein wird. Weil ich habe jetzt sehr viele AP Kog'Maw gespielt und ich hatte auch Games, die ein bisschen schlechter liefen. Ihr werdet viel davon auch wieder auf dem Zweitkanal sehen. Und gerade wenn du mit diesem Champ behind bist, wirst du quasi doppelt gepunished, weil du dann hinter der Goldkurve quasi relativ ineffizient bist. Ich glaube, ich könnte da noch finden. Ich glaube, ein Jax sollte relativ lange aushalten. There we go. Mein Gott, ich habe echt gar nichts getroffen gegen die Vayne. Ansonsten, hier natürlich kann ich relativ früh in den Fight eingreifen. Das ist das, was wir auch wollen. Ich würde das Game eigentlich gerne einfach finishen. Ich sehe jetzt nicht, wie ein Standard hier vor unseren Augen Wave gehen soll. Mein Team will allerdings scheinbar eher den Turm zerstören. Wir können auch mit der Botwave das Game finishen. It's fine for me, I guess. Ja, also ich glaube, AP Kog'Maw macht Spaß. Ich glaube, gerade in Aram ist sowas natürlich mega busted, klar. Da müssen wir nie drüber reden. Vielleicht auch in Urf. Ich wusste, dass der Flash da kommt. Dann flash ich mich einfach. Ja, und jetzt halt wieder die Ults zu spammen. Ne? Ist jetzt wieder wichtiger denn je. Scheiße, ich habe mein Mana-Shit nicht rausbekommen. Hätte sie allerdings unbedingt rauskriegen müssen, damit wir den Fight... Damit ich den Fighter gewinne. Wenn du getauntet wirst, dann bist du natürlich dann relativ schnell raus. Ja. Ich glaube trotzdem, im Vergleich zu den anderen Poke-Champions ist Kog'Maw nicht so weit weg. Ich glaube, wenn sowas wie Xerath gespielt wird, kannst du auch sowas wie AP Kog'Maw spielen. Er braucht ein bisschen länger zu scalen, weil er als einziger abhängig von der Tier ist. Das heißt, alle diese Poke-Champions haben den Loons Power Spike. Den hat Kog'Maw nicht. Ich habe Kog'Maw auch mal probiert ohne die Tier, aber da wirst du hinten raus natürlich deutlich ineffizienter. Hier in dem Game hätte es tatsächlich keinen Unterschied gemacht, weil ich selten in die langen Poke-Duelle gegangen bin, sondern meistens einfach engaged und getötet werde. Okay. Unser Jax ist auf jeden Fall on fire. Ja, und ich glaube, das ist eher das Problem. Das ist dann aber auch wieder die Unterscheidung Competitive und Solo Queue. In der Solo Queue sind Champions, die diese Tierabhängigkeit haben, die quasi ein Powerloch haben, für gewöhnlich gerade auf der Midlane kaum brauchbar. Wenn du allerdings im Competitive dann unterwegs bist, dann ist natürlich das weniger ein Problem, weil dein Team dir einfach die Zeit verschaffen kann, die du brauchst, um ein Stück weit besser zu scalen. Um es aber zusammenzufassen hinten raus, weil ich glaube, dass das immer etwas ist, was einfach es nochmal leichter macht, statt über das ganze Video zu hören. Kog'Maw ist ein Champion, der gebufft wurde. Kog'Maw ist relativ strong aktuell. Ich würde tatsächlich sagen, dass er nicht so weit weg ist von der Meta. Kog'Maw hatten die Power Spikes, das war Level 6, 11 und 16, weil er von der Ultimate abhängig ist. Im Gegensatz zu den anderen Poke-Champions kommt er über den Spam. Und über den Spam zu kommen ist relativ tricky, weil ab und zu mal ein Skillshot zu treffen, das passiert, weil die Gegner einfach auch reinrennen. Das über einen längeren Zeitraum konsequent zu machen, das ist schon recht schwer. Kog'Maw hat außerdem guten Execute Damage, das heißt, gerade da besteht natürlich immer noch mal eine Option. Kog'Maw hat außerdem als einziger von diesen auch noch den prozentualen Damage auf den Weg gegenüber Tanks, was gerade Richtung Late Game natürlich noch mal einen elementaren Unterschied machen kann. Und Kog'Maw ist einer der wenigen Champions, die Leute wirklich im Fountain die ganze Zeit killen können. Wenn man genug Mana hat und Skills trifft, was mir hier ja nicht wirklich gelingt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Gebt mir gerne Vorschläge, was ihr sonst in den Kommentaren haben wollt. Es wird auf jeden Fall ein Warum spielt niemand Maokai geben, beziehungsweise Warum spielt niemand Tanks in General. Das wird kommen. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr ja, eine gute Woche habt. Ne? Macht es gut. Bis bald. Euer John. Ah, wobei, wir sollen uns den Damage noch angucken, ne? Yay, yay, yay. Alles bekommen, was wir wollen. Most Damage dealt. Als Poke Champions übrigens immer normal. Das sollte immer so sein. Jedes Game.